Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr aktuell das Cop-Outfit bekommen könnt. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür auf jeden Fall die Hilfe von einem Freund. Euer Freund muss sich einmal einen Job markieren. Die Jobmarkierung werdet ihr auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung finden. Hat euer Freund dann den Job einmal markiert, einmal geht er neu starten. Und dann kann er den Job einmal hosten und euch einladen. So, sind wir dann im Jobmenü angekommen. Also unser Freund, der braucht da nichts zu ändern. Ganz einfach den Job starten. Es gibt hier zwei Teams. Einmal das Team Gesetzlose und einmal das Team Jäger. Und ihr müsst auf jeden Fall im Team Jäger sein. Denn nur die Leute, die im Team Jäger sind, bekommen auch das Cop-Outfit. Dann können wir den Job dann einmal starten. So, ist der Job dann gestartet, seht ihr, dass wir schon das Cop-Outfit anhaben. Wir öffnen einmal das Interaktionsmenü, gehen auf Stil, auf Accessoires, gehen einmal den LCD-Ohrhörer anziehen. Haben wir das dann gemacht, können wir den Job ganz einfach übers Handy verlassen. Wenn ihr keinen LCD-Ohrhörer haben solltet, dann müsst ihr euch den auf jeden Fall noch beim Ammonation vorher kaufen. Und ja, jetzt in der Open Lobby angekommen, werdet ihr sehen, dass wir das Cop-Outfit übernommen haben. Ja, das Cop-Outfit, das können wir jetzt abspeichern. Dafür begeben wir einfach zu einem Kleidungsladen, speichern das Outfit dann einmal ab. Nur als kleine Anmerkung, ihr könnt das Outfit zwar abspeichern, aber sobald ihr dann einmal die Lobby verlasst oder GTA neu startet, ist der gespeicherte Slot weg. Das heißt, wenn ihr dann die Lobby wechselt oder GTA neu startet, müsst ihr dann sicher gehen, dass ihr das Cop-Outfit auch dann gerade anhabt. Und so könnt ihr euch das Outfit abspeichern und permanent behalten. Und das war's auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr nur noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.